Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. In unserer Welt scheint alles jedem immer zur Verfügung zu stehen. Jeder ist verfügbar, jeder kann sich an allem und vor allem jedem bedienen. Sogar am menschlichen Leben. Jesus sagt im Evangelium einmal: Jeder, der eine Frau ansieht, um sie zu begehren, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Das würden wahrscheinlich die meisten heute müde belächeln. Doch was meint er denn damit? Was ist denn die zugrunde liegende Sehnsucht unseres Begehrens und unserer Begierden? Es ist doch eigentlich eine Sehnsucht danach, wirklichen inneren, tiefen Frieden zu bekommen. Alles aber, was wir uns zu jedem Zeitpunkt in unserem Leben nehmen können, deckt doch eigentlich nur diese Urgrund, diese Sehnsucht zu. Bitten wir den Herrn um die Kraft, immer wieder danach fragen zu können, was unserem Begehren, was unserer Begierde wirklich zugrunde liegt. Und bitten wir den Herrn, uns darin wirklichen Frieden zu verschaffen. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr, nicht alles, was uns in dieser Welt Frieden verheißt, gibt uns auch den Frieden. Gib uns die Kraft, immer wieder danach zu fragen, was unserem Begehren zugrunde liegt, und erfülle du es mit deinem Frieden, heute, morgen und alle Tage unseres Lebens. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine friedvolle Nacht.